Hello, hello, hello! Ah, na, hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt hatte ich fast bei Begrüßung vergessen. Das erste richtige Video aus der neuen Küche. Ich habe euch versprochen bzw. euch gefragt, ob ich euch nochmal einen genaueren Einblick in unsere neue Küche geben soll, ob ihr ein bisschen so eine Tour wollt, wie sie dann eingeräumt ist, auch ein bisschen Einblick in unseren Vorrat, in unseren Kühlschrank. Das wird alles in dem Video passieren. Aber jetzt erstmal, vielleicht sieht man es, ist noch nicht alles ganz fertig. Zum Beispiel da die Steckdosen fehlen zum Beispiel noch. Und eben auch die Küche ist noch nicht, okay, ihr seht nichts, die ist noch nicht eingeräumt. Und das werde ich jetzt gleich mal mit euch gemeinsam machen, habe ich mir gedacht, weil das ist eh ganz cool. Ich liebe das, ja. Quatsch jetzt gar nicht länger drum rum, jetzt wird die Küche eingeräumt und dann gibt es eine richtig tolle Tour für euch. Viel Spaß, let's go! Unser Putzeimer, keine Werbung, Dieselkino, wer kennt die fetten Popcornkübel? Ja, wenigstens kann man sie dann noch gebrauchen, gell? Hat sie das Fressen ausgezahlt. Aber gut, ich putze jetzt mal und ja, los geht's. Tage später. 3, 2, 1, los! Kurzer Zeitsprung, die Küche ist fertig. Wow. Das heißt, fertig eingeräumt, Steckdosen, LED-Lichter, Projektküche abgehakt. Komm mal ein bisschen zurück, dann zieht man die Küche mal so komplett ohne dich. Also. Ja, also schaut echt so schön aus. Boah, die kommen LED-Lichter. Sie kommen. Oder drehen wir kurz die LED-Lichter aus und dann wieder ein. Dass man das vorher nachher sieht. Und aus. Ach, ah, das hat was. Das ist. Der LED-Licht ist schon echt noch gut. Wir haben. Schreibt es gerne mal in die Kommentarbox, wie ihr die so findet. Ja, ich kann es mal zeigen. Wir haben einfach hier so einen LED-Streifen geklebt. Genau. Sagt mir das. Ja. Und auch beim Kachelofen. Das war noch Saschas glorreiche Idee. Da kommt es da unten hoch, so unter dem Boden haben wir das Kabel gelegt. Da kommt es da raus. Vor allem, das zeige ich jetzt auch noch schnell, kommt mal mit. Beim Kachelofen, finde ich, sieht es richtig gut aus von hier, weil da wirkt es so schwebend. Seht ihr den Effekt? Cool, oder? Das ist echt cool. Super. So, aber jetzt sind's gelungen. Spazieren in unsere Küche. Also ihr habt eh beim Umbauvideo die Küche ja schon ein bisschen gesehen. Wir haben an echten Stein ein Quarzit, haben uns nämlich nochmal informiert. Kann man drauf schneiden, heiße Sachen, es soll glaube ich nicht zu heiß sein. Aber der Stein allein ist einfach richtig, also, richtig schön. Sagt man denn? Ja, den sieht man so gut. Der ist echt so schön. Es war echt ein bisschen riskant, weil wir haben den Stein so klein gesehen und haben gesagt, den nehmen wir. Und jetzt liegt er halt da so, aber er gefällt uns richtig, richtig gut. Jo, dann ja, dann starten wir einfach, mal hier, oder? Ja. So, erste Schublade, fette Schublade, Teller, Schüsseln, Kaugummis, so Zeugs. Weil es halt praktisch ist, haben wir es gleich hier beim Tisch einfach. Ich glaube, da kann man... Braucht man nicht viel dazu sagen. Kurz noch zu den Fronten. Genau, das ist ja soft matt, nennen sie das. Richtig angenehm und die Farbe ist halt richtig schön. Es ist nicht weiß, es ist nicht grau, es ist nicht beige. Wisst ihr, wie man die Farbe nennt? Kommt das in der Kamera überhaupt so rüber? Wie ist ja, es? Doch. Einfach schön. Uns gefällt ja, na echt. Warm, warm. Warm, gefällt uns. Nächste Schublade. Das ist ein bisschen so unsere Frühstücks- Vorratsschublade in der Küche. Wir haben da die Tees, das ist so ein Tee. Ich kann euch übrigens so Boxen, so Aufbewahrungszeug, Dinge aus der Küche, die ich finde, gern unten in der Infobox verlinken. Also schaut da gern vorbei, wenn euch irgendwas interessiert. Ich packe alles, was ich finde, unten rein. das wird eine Aufgabe. Tees. Das wird eine Aufgabe, ja. Paulina kümmert sich da um die Sachen. Ja, ich liebe das Sortieren. Da sind so unsere Aufstriche auch. Boah, der ist so lecker, kann ich euch sehr empfehlen, ja, vom Curses. So gebrannter Mandelaufstrich ist auch mega. Hier sind ein bisschen so Müslis, da sind noch ein bisschen so Sachen wie Nüsse, Mehl, Haferflocken. Ich fülle das immer sehr gern um, weil es einfach irgendwie schöner aussieht und einfach hygienischer ist, das Ganze. Da kommen keine Ratten dazu. Da bin ich, aber super, super Schuhe und Hosen, muss ich sagen. Danke. Schaut echt super aus. Richtig sommerlich, bei dem Wetter. Ich muss euch kurz was zeigen. Sascha sagt, ich kann mich bewegen wie ein Affe.
Ja, richtig gut. Was? Ja, was du was? So. Du bist mir abfallen. Apropos Sommer. Boah, ja. Boah. Also das ist überhaupt das Highlight der Küche eigentlich, der Ausblick. Muss ich mal schauen, dass da... Fokus, Fokus. Hallo. Boah. Wow, ja. So schön. Räubchen. Also mit dem Ausblick macht natürlich das Kochen gleich nochmal mehr Spaß. So, weiter geht's. Gut versteckt Geschirrspüler. Jetzt haben wir auch endlich einen normalen, schönen, großen Geschirrspüler. Da gibt es glaube ich nicht viel zu sagen, außer wir haben eine Besteckschublade. Finde ich cool. War anfangs so, wie wird das wohl ohne Korb, aber finde ich besser sogar. Was sagst du? Ich finde es auch besser. Also uns, man kann es auch gleich so sortieren, dass man es rausgeben und direkt schnappen kann. Und vor allem geht da halt unten der Platz nicht ab vom Korb. Da ist halt jetzt viel mehr Platz. So, das ist praktisch gut. Genau. So, dann hier Müll. Ganz spannend. Richtig Bio spannend. Biomüll, das Müll. Und da haben wir noch das Müll. Bio, Restmüll, Plastik. Und da haben wir noch ein bisschen so Dinge, die man halt aufbewahren kann. Und für die Licht da hinten. Unser Waschbecken. Ich finde die Armatur richtig cool. Wir haben ja übrigens uns ein paar so dunkle Elemente ausgesucht, weil Zeranfeld ist ja so und so dunkel. Backofen ist ja auch dunkel. Jetzt haben wir gesagt, die Spüle machen wir auch dunkel. Dann findet sie das ein bisschen wieder. Und eben die Armatur auch. Ich zeige die mal. Schaltet man ein und dann mit Chat und Stoppfunktion und stoppen und aus. So alles ein bisschen so dunkel und das kann ich euch auch verlinken. Das ist mega. Schaut euch das mal an. Das ist super. Das ist für ein Wettex, extra so ein Wettex-Halter. Das funktioniert mit Magnet, also auf der Hinterseite ist Magnet dran. Zack. Und dann kann man einfach da so den Wettex. Da liegt er nicht irgendwo. Man kann trocknen. Drüber hängen. Außerdem haben wir hier zweimal jeweils so Steckdosen-Dinger. Die kann man hier einfach so aufdrehen, auch mit USB-Kabel, ist auch sehr cool. Das ist übrigens auch cool, finde ich vielleicht auch irgendwo noch. Das sind solche Kräutertöpfe. Finde ich sehr, sehr schön, sieht einfach gleich irgendwie viel schöner aus, als wenn man es halt nur so kauft und hinstellt. Backofen ist ein Dampfbackofen. Dampfbackfunktion haben wir noch nicht getestet, nur das normale Backen. Was ich cool finde, ist noch ein bisschen warm, jetzt kann ich nicht, warte mal schon, sind die Teleskopauszüge. Wir haben jetzt Teleskopauszüge. Kannst du das erklären? Was? Das weiß nicht jeder, was Teleskopauszüge ist. Ja, wo halt die Teile damit gehen, dass das Blech rausfahren kann. Genau. So. Die Teile da. Ach, das ist warm, Scheiße, die Teile da. Da war das Mittagessen drin. Genau. Das nächstes Lieblingsschränkchen von mir ist dieses Eckding. Da ist so viel Platz für Töpfe, für Pfannen, Salatschleuder, so Sachen befinden. Die ist auch so süß, gell? Perfekt für Spiegelei oder für Pancakes oder Mini-Pfanne. Das ist richtig cool, richtig viel verstaut. Hatten wir ja bei unserer alten Küche nicht. Da war ja in der Ecke gar nichts, weil das so zusammengestellte Dinge waren. Ja, dann geht's hier weiter. Zeranfeld, das ist so ein Bohrer, also das ist keine Werbung, gell? Aber das haben schon einige gefragt, wie das funktioniert. Da wird einfach der Dampf hier so reingezogen und dann wieder in den Raum geleitet. Ist da richtig kommt die cool. Luft wieder raus, irgendwie merkt so. Man aber kaum. Ja. Und das ist sehr leise und mit einem Aktivkohlefilter. Wird das gefiltert. Induktion ist es, sind wir zufrieden, gell? Induktionsherd echt zu empfehlen, es wird so schnell heiß, jetzt Wahnsinn. Voll cool. Wir haben schon überlegt, ob wir überhaupt den Wasserkocher jetzt noch brauchen, aber ist jetzt mal noch da. Mal schauen, ist übrigens von Prozis, kann ich euch auch gerne verlinken. Dann hier die Schublade, gleich perfekt zum Kochen, da sind Gewürze drinnen und ein paar so scharfe Messer, Schäler, so Sachen. Ach, ich liebe unsere Gewürze, gell? Dann darunter befinden sich so Sachen wie Schüsseln, ein bisschen Tupperzeug, noch ein bisschen so Waage, was man halt so hat an Sachen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Hier ist so unsere Besteckschublade, auch ein bisschen so, keine Ahnung, ja. Die Messer musst du verlinken. Ja, die Messer, die sind mega. Ja, kann die besten ich. Messer und schärfsten Messer, die man jemals hat. Jausenmesser, die sind echt cool. Also es gibt schon schärfere, aber so für die Außen. Nein, die sind die besten Messer. Da ist ein bisschen so Kochutensilien und da unten Öl, Essig, Krimskrams. Ich habe mir gedacht, wenn man so beim Kochen ist, soll halt da irgendwie so alles griffbereit sein. Und das ist es eigentlich. Dann geht es weiter hier oben.
Gläser, Bretter, da habe ich anfangs nicht gewusst, wo die rein sollen, aber eigentlich passt es ganz gut. Geschirrtücher, Toaster, ich mag nichts mehr jetzt in der schönen Küche rumstehen haben. Ich zeige dann gleich, wo unsere Kaffeemaschine hingewandert ist. Und dann hier haben wir noch Tassen, Teezeugs, Shaker von Sascha, auch unsere ganzen Coolflaschen, da ist das Olivenöl, so Dinge. Ich übergebe jetzt mal schnell Sascha die Kamera unter. Ja, was ist hier? Supplements am Start. Supplements. Natürlich. Ist alles von Proteinpulver über... Bei mir Kreatin am Morgen, Master-Shake am Morgen, Night-Protein am Abend und normales Protein tagsüber. Genau, das sind so Sachen, die verwende ich ja nicht so oft. Und hier... Ja. Ein bisschen so Geschirr, was wir nicht so oft brauchen. Genauso wie hier drüben. Das ist halt praktisch... Wokpfanne. Wokpfanne nutzt man jetzt nicht ständig. Und noch ein paar so Dinge, die man halt nicht so oft braucht. Glocke. Ja, unsere Glocke ist so verstaut, wenn wir anläutet. Läutet es von dem Kastel da rein. Übergabe. Ich mache wieder weiter. Kühlschrank. Muss ich dazu sagen, vorhin hatten wir ja einen freistehenden Kühlschrank und jetzt haben wir eben einen eingebauten, wie man jetzt unschwer erkennen kann. Und der ist doch einiges kleiner. Der Vorteil ist halt, er ist super schön verbaut. Und man sieht ihn einfach nicht mehr. Wenn man da rüben ist im Wohnzimmer, fällt es halt gar nicht auf, weil da der Rauchfang ist. Ja, Kühlschrank ist kleiner, aber passt für uns beide. Reicht vollkommen. Fall. Das ist ein bisschen so die Gemüseschublade. Da hat richtig viel Platz. Da ist auch nochmal ein bisschen so Salat. Das ist ein bisschen so die Milchprodukteabteilung. Joghurt. Das ist auch sehr lecker. Alpro ist immer am Start. Das habe ich auch noch neu gekauft. Das ist so ein Teller, das kann man drehen. Der hat auch viel Platz. So Zeugs, Soßenzeugs. Sieh da rein. Ja, vom Risotto. Ja. Nein, wir sind keine Weintrinker. ja, das ist eigentlich... Egal, jetzt verstiert das übrigens. Das ist auch lecker. Sehr lecker. Ja. Ja, das ist das so zum Kühlschrank. Und darunter halt noch unspektakulär. Ach, die geht immer so schwer auf. Ja. Gefriertruhe. Braucht man nicht viel dazu sagen, glaube ich. Haben wir halt alles Mögliche. Ups, aha. Das war's jetzt mal zur Küche, oder? Ja. Ich habe euch aber versprochen, ich zeige euch auch noch ein bisschen so Vorratssachen. Wir haben nämlich nicht nur in der Küche einen so eine Vorratsschublade, sondern hier auch nochmal noch mehr Gewürze. So Sachen wie Reis, Linsen, Couscous, was alles offen ist, was jetzt benutzt wird. Alle schöne Boxen und wie gesagt nochmal mehr Gewürze. Genau. Das ist aber... Und hier haben wir auch nochmal so Sachen wie Mehle, Nüsse, Backutensilien. Aber trotzdem ist bei uns der Großteil an Lebensmitteln hier versteckt. Ihr habt jetzt nicht aufgekramt, gell? Das ist jetzt echter Einblick, wie es ausschaut. Nein, das ist super. Nein, es geht. Ah, und wir nennen sie jetzt immer unsere Backup-Küche, weil ich hätte gerne eine Backup-Küche und es ist ein bisschen wie eine Backup-Küche, weil da steht ein Mikro und es steht die Kaffeemaschine. Echt? Die ist eben da auch. Backup-Küche. Cool, das ist so neumodern für Deutsch, genau. Für Speis. Speis heißt jetzt Backup-Küche, gell? Neudeutsch, ja. Und da haben halt alles Mögliche an Dosen, Gläser, Milch, unsere ganzen... Wir haben so viele Aufstriche. Schaut euch das mal an, wie viele Aufstriche wir haben. Lega. Öle, Process, Vorrat. Jetzt wollte ich schon sagen, die Mikrowellen. Waschmaschine, Trockner. Und die Waschmaschine sind da am Start. Da ist auch noch so Ablage. Genau, und hier unten haben wir auch noch so Dinge wie Zwiebel, Hülsenfrüchte, Findusfressen, ohne Ende, Staubsi, ja, Reiskocher, ja, so Sachen, das war's. Also das ist eigentlich alles, was zur Küche gehört, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, eigentlich ist das jetzt alles zur Küche. Machen wir nochmal einen Und natürlich der Blick zum Wohnzimmer von der Küche gehört auch zur Küche, das ist halt so. Ja. Also der Raum auch mit dem neuen Boden, finde ich, schaut jetzt komplett anders aus. Und ich liebe einfach, wie cool hell jetzt alles ist. Mach nochmal einen Schwenk. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt jetzt unsere Küche. Wir sind super zufrieden. Und schreibt auch mal gern, wollt ihr vielleicht, dass jetzt aus der neuen Küche wieder viele neue Rezepte kommen? Jo, wollen wir! What I eat! Sprecht den Daumen nach oben, Freunde, Rezepte kann man nicht nur kommen. Aber ansonsten war es das jetzt, glaube ich. Ja, mit der wir sind echt mega zufrieden, tipptopp. Ja.
sind happy und... Jetzt habe ich keine Entschuldigungsgründe mehr, nicht zu kochen. Genau. Wie gesagt, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über euer Feedback, auch noch gerne Fragen, wenn noch was unklar ist, einfach rein und dann sehen wir uns. Ich kann es euch nur sagen, Paulina ist wirklich die Meisterin, was Sachen betrifft, wie richtig einräumen und boxen und verräumen und so. Sie macht sich so viele Gedanken zu dem Thema, also ja, die Tipps sind wirklich was wert. Tschüss! Tschüss!